Oh, ich hab eine Kiste mit 50 Pixeln gefunden. Das ist schon mein dritter oder vierter Tod. Ja, sagen wir so, ich hab gedacht, ich wäre derjenige, der so oft stirbt. Vorhin lief's definitiv besser. Wahrscheinlich, weil das meine erste Runde dann war. Oh mein Gott. Man fällt ja auf jeden Fall tief und hier geht einige Party. Du sollst dich heilen. Nein! Nein! Komm zu mir, du kannst zu mir kommen noch. Ja, ich weiß. Solange ich noch lebe. Auf nach Schuh. So, Gegner sind tot. Aber irgendwas ist gerade explodiert, als du gestorben bist. Ja, ich wahrscheinlich. Weiß ich nicht. Ich habe Iron Ore gefunden. Was? Nein, ist mir das. Was? Nein, ich hab's gefunden. I need this. What? Ja, meinst du ich nicht, du Vogel? Wir brauchen da zusammen. You are so asozial. Also, loot doch mal das Orange in deinem Hintergrund. Das ist so Bronze, ach, das oder so. Nicht? Ja, ich habe aber schon Bronze. Ja, wir teilen uns die Ressourcen ja zusammen. Nein, ich teile nicht mit dir. Ah, doch, warte. Bis ich mein Iron Ore habe. Dann können wir nochmal reden. Alter, was bist du für einer? So lange spielen wir zusammen, okay? Ja, genau. Ist okay. Ich kenne da noch jemanden, der ist genauso. Ja. Nennt sich Seth, glaube ich, irgendwie so zwischendrin, ne? Aha. Der ist auch so arrogant und eingebildet. Alter, ich sehe die Flickenmäuse nie, ja. Ja, die sind ein bisschen fies. Sind einfach so von den Farben her sehr unpassend. Oh, da war eine Mini-Schildkröte, ich habe sie getötet. Nein. Doch. Warum tust du so etwas? Sie sah gefährlich aus. Oh, ich habe eine Kiste gefunden. Oh, mit einem Tech-Chip. Echt jetzt? Ja, ein Tech-Chip und eine Rotik-Tsunami-Pipe. Oh, lol. Das ist so ein Zweihandspeer. Also, die klingt nach Fun. Die klingt nach Fun. Ich bin irgendwo hier hinten. Hallo, hier. Oh, lol. Was ist das denn? Also, das Waffensystem hier haben sie echt um einiges erweitert. Oh, hier oben ist wieder Eisen. Siehst du, das ist eigentlich recht gut. Das kann ich als Fackel benutzen. Ja, dann brauchen wir nicht immer mit Licht und so. Ist das ein Rechtsklick oder ein normaler Schlag? Ja, das ist mein Rechtsklick. Mein normaler Schlag ist das, ja. Bisschen in die Wände kommen. Wie sieht denn das Dingens, der Diamant aus? Ist der auch so bläulich oder? Ich hatte den vorhin in der Kiste gefunden. Ah, in der Kiste hast du den gefunden, okay. Ja. Nicht, dass ihr euch wundert, wir brauchen den Diamanten, um unser ganz normales Spitzhäckchen, hier diese Abbauwaffe, zu erweitern. Richtig. Aber da kommt man ja später auch noch zu. Oh, irgendwas getötet. Oh, eine Killerschnecke. Das war eine Bombe. Jetzt weiß ich es. Dieses komische fliegende Ding ist eine Bombe. Ist hier unten irgendwas? Oh, da unten. Hier, grad mal runter. Das ist eigentlich recht gut, ja. Zum Erkunden. Lebst du noch? Oh, Bandage. Oh, you killed me again. Ich. You killed me. Du bist doch dahin gehüpft. Oh, universelle Fackel. Lass mich nicht alleine. Universelle Fackel kommt. Wo bist du denn? Ach da, hier oben hast du Kisten übersehen. Ich weiß. Ich wollte jetzt gucken, was dran links war. Was war da oben? Da oben ist ein Gang. An dem bin ich interessiert. Ich habe Interesse an einem Gang. Oh, hier ist diese komische eine Bombe von vorhin. Dieser komische Typ, der meint, er müsste sich selbst umbringen.
Ein Killerkaninchen. Tötet das Killerkaninchen. Ich habe auch die Killerkaninchen hier. Ich kann die Gegner anzünden. Die sind da meine universellen Fackeln. Brauchst du meine Hilfe? Ja, war in die richtige Richtung. Weiter nach unten rechts. Nach unten rechts? Mhm. Warum nicht nach links? Weil ich nach unten rechts gegangen bin. Hier. Ich guck gerade, ob hier noch was ist. Aua. Verdammte Schnecke. Gut. Achso, okay. Eine Piece. Oh, eine Pistole. Eine Einhandpistole mit Feuerschaden, 5 Damage pro Schuss. Das ist definitiv besser als die, die ich habe. Okay. Warum komme ich hier nicht mehr raus? Wie bist du rausgekommen? Hast du mir den Weg zugebaut? Nein. Lol, ich kann nicht mehr raus. Wo bist du hingelaufen? Oben. Ich habe mir da die Dinger hochgebaut. Ich gehe voll bei Umwege. Ein Killerkaninchen. Ja, mit dem Speer kann man arbeiten. Hier links aber noch ein Gang und da ist eine Schatztruhe. Da will ich hin. Zwei dieser komischen Fragmente. Minischwert und Pixel. Ein Zweihand-Minischwert. Was hat denn das für eine Fähigkeit? Ich kann damit fliegen. Ich bin Harry Potter! Harry Potter! Willst du das haben? Nee, ich bleib bei den zwei Einhändern erstmal. Ansonsten würde ich ja meinen Zweihand-Hammer nehmen. Von vorhin. Ich will einen Harry Potter. Gott. Aber die Spezialattacken sind halt schon. Lol. Warum bist du nicht weiter nach da oben gegangen? Nein, ich gehe weiter nach unten. Alles klar, gehe ich weiter nach oben. Und dann sehe ich, hier oben ist einfach mal nichts. Wo bist du? Nach unten rechts, immer nach unten rechts. Alles klar, ich renn einfach durch die Gegner durch. Hier, ja. Ah, nice. Da unten war aber irgendwo, glaube ich, noch was. Ja, guck mal, mit deinem Speer oder so? Ja. Da unten geht definitiv die Party. Aber die Musik ist irgendwie so richtig ruhig, ne? Dafür, dass man so erkunden will oder so. Zum Relaxen ist das echt schön. Ja, das ist halt ein angenehmes Spiel. Man verliert zwar schnell die Zeit. Ich bin tot. Oh, da solltest du nicht durch. Oh Gott. Zu spät. Bist du auch tot? Nein, ich lebe. Ich komme. Ich fighte gerade mit dem Fledermäusen. Alter, wie weit ich da runtergefallen bin. Okay, Fledermäuse down. Ich bin auch hier gerade. Lex mir an, du sagst du. Ich will nochmal da hoch. Da links war nämlich irgendwas. War diese komische Brücke, weißt du? Hier links irgendwo. Ich hab's. Ja, du hast auch richtig drauf. Good job. So, was ist hier? Man kann hier runter. Ja, was, ich komme. Aber da oben ist auch noch irgendwas. Da oben ist diese Kiste drin. Warum ist sie so eingebaut? Forschen Sie, Darling. Natürlich, Sir. Das war nicht der Darling, was ist. Vier Kupfer. Ja gut, besser als nichts, ne? Oh lol.
Dings. Und? Was haben sie? Warte. Ist jetzt noch nichts Tolles? Ne, da war nur so Krimskrams drin, was man jetzt nicht unbedingt so braucht. Da oben kann man lang oder hier unten? Hier unten leuchtet es. Ach, da unten ist eins dieser Dinger. Ah, Kupfer, Kupfer. Das sind Kupferbomben. Ah, okay. Die verwandeln die Steinhalter drumrum und... Ich wollte gerade sagen, hat mich so gewundert, aber... Ich hatte sie letztes Mal gar nicht so gesehen. Ne, den Kupfer hatte ich aber auch abgebaut dann. Hier ist Eisen. Warte. Ich hab gesagt, warte, Dreckskerl. Das sind Killerkaninchen. Ist das safe da unten? Ach du Scheiße. Dann wir es an. Du bist ein richtiger Horse, ey. Hier unten ist safe. Aua. Nein! Das war so klar. Oh Leute, was ist das denn? Oh, wir sind hier langsam in den Lava-Plateau. Was ist das? Ein Core-Fragment-Ohr. Was? Core-Fragment-Ohr? Mhm. Das ist rot, oder was? Ja, Core-Fragment-Ohr. Ist das. Brauchen wir das nicht für, Dings? Für das Schiff? Ah, wahrscheinlich. Warte mal. Das Core-Fragment? Stimmt, jetzt ist das. Aber kein Ohr, sondern wahrscheinlich dann schon fertig ausgeschmiedet. Ja, ich denke mal, das kann man dann easy peasy schmieden. Ja, dann nehmen wir ein paar mit, ne, wenn wir gerade schon hier rumgummeln. Ja. 20 Stück brauchen wir, ne? Ja. Aber wir nehmen einfach mal ein paar mit. Ein paar viele. Mehr, also zu viel ist besser als wieder hin. Weil den Weg finden wir eh nicht. Ich wollte gerade sagen, wenn wir hier einmal draußen sind, kommen wir eh nicht mehr rein. Machst du das alles in einer Folge? Nee, ne? Nee, wir schneiden das in mehrere Parts auf jeden Fall. Alles klar. Oder unten ist Wasser. Wasser, das ist seltsam. Oder unten links geht's auch noch, ganz viele sind da noch. Ja, ich muss mich aber hier erstmal durchbohren. Ich will gerne nochmal so einen Challenge-Room haben. Die sind total... das ist echt cool, also mal gucken. Na komm. Da 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 da. Ich hab hier oben noch ein paar. Mach du mal. Ich hab hier noch ganz viel eigentlich. Würde es halt nicht so lang dauern, weißt du? Ne? Ja, aber das ist halt, das sind wieder so, dafür musst du halt das Zeug einmal upgraden, ne? Ja, ist halt durch Zufall gefunden, warum nicht? Pass auf, dass du nicht abnippelst. Aber was ist denn da unten links? Wieder ach, so ein ist wieder Düschen. So ein Ding. Mal eben kurz Luft holen. Senkt das Wasser für uns. Ich dachte, wir bohren uns eigentlich direkt hier so durch. Ja, aber ein bisschen das Wasser sinken. Okay, es wird nicht wirklich gesunken. Nee, ist zu viel. Komm, ich mach unten, du machst oben. Ich komm da nicht durch. Luft. Die Musik unter Wasser ist so gut. Stopp dies. Willst du sonst nur unter Wasser spielen? Ja. Wenn die Musik gut ist. Autsch. Oh nee, das war Lebensregeneration. Das passt dir gerade richtig. Oh lol. Was hat uns angegriffen? Was war das? Keine Ahnung. Alter, guck mal, oder, jetzt wird hier Stein daraus. Weil wir Wasser drauf bekommen. Kann ja, Lava halt, ne? Kann man das abbauen? Das kann man abbauen. Ja, ich würde es aber nicht. Was hier über diese Stalagmiten-Dinger da? Das sind auch die mit den toten Köpfen.
Magma-Rock habe ich zwei bekommen jetzt. Oh lol, echt jetzt? Ja, aber die brauchen halt Stunden zum Abbauen. Autsch. Ne, lass mal weiter nach unten. Weiter nach unten, nach unten, nach unten, nach unten. Oh lol. Oh, ich hab Brennungseffekt. Kann man auch irgendwann durch Lava schwimmen? Nee, ich glaube nicht. Autsch. Was mache ich hier unten eigentlich? Das ist purer Selbstmord. Aber ich stehe auf Selbstmord. Wo bist du? Bist du noch weiter runter? Ja, ich bin noch weiter runter. Oh, oh, oh. Oh, hier ist der Abgrund. Hier können wir nicht lang. Hier können wir nicht lang. Wenn wir da runterfallen, ist überall Lava und wir sterben. Ich habe keine Steine. Ja, warte, ich hol dich jetzt da raus, warte. Warte, ich mach den Harry Potter. Ich hab Diamanten. Hast du? Ich hab Diamanten. Nice. Hier. Warte, leuchte nochmal. Dafür ist der Speer echt praktisch. Ein Hoch auf den Speer. Ja, wieder einer. Hier unten ist wieder eine Sackgasse, können wir nicht lang, müssen wir hoch. Was? Da unten ist überall Magma, wenn wir da runterfallen. Hier, pass auf, komm mit, komm hier runter. Dann ist safe. Aber da unten ist ja überall Magma. Können wir komplett knicken. Ja, hier sind aber Diamanten, richtig. Oh, was? Erstmal voll den Loot holen. Ist das ein Unterschied, wenn du die klein machst? Was? An, ja klar, ist so ein Klotz. Statt achso, vier. Und sonst ist vier, okay. Kackbun, lebt damit. Oh, nice, Fett Diamanten holen. Rutsch dann gleich mal einen Schritt weiter, dass wir beide da looten können. Rutsch mal weiter, genau. Können wir beide hier abbauen. Kreuzen wir den Strahl, komm. Kreuzen wir nicht den Strahl. Da ist oben links noch einen in der Ecke. Siehst du den? Dabei. Nee, da oben. Oh lol. Das war das Auge dafür. Da hinten im Hintergrund ist noch einer. Guck mal da, siehst du das? Da oben, wo du abgebaut hast. Wir kreuzen den Strahl. Nein, das ist wieder normales Zeug. Genau, jetzt gehen wir einfach mal weiter wieder. Jetzt gehen wir wieder hier hoch, oder? Können wir machen. Würde ich behaupten. Ist ja voll der krasse Loot. Ich verkack das. Klar, du schaffst es noch schlechter. So ist es. Da 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 da. Höhlenabenteuer. Höhlenabenteuer. Ist das eigentlich ein Unterschied, wenn man mit einer Waffe aufmacht und wenn nicht? Und für was? Diese ein... Alles klar. Ob das ein Unterschied ist, wenn man diese Kapsel mit einer Waffe aufmacht oder nein. Nicht? Okay. Da hinten sehe ich Diamanten. Volle Fahrt raus, Captain. Willst du uns umringen? Lass mal einen Jump'n'Run machen. Anstatt einfach einzelne Blöcke zu nehmen. Lol, Mann, da unten ist echt schon... Pass auf, ich hol die. Jetzt hast du mir den Weg zugebaut. Ist das dein Ernst? Ich wollte die holen. Wieder unten. Viel Spaß. Hat sich total, hat sich richtig gelohnt, ganz im Ernst. Für Diamanten. Für die tue ich einfach alles. So, guck mal wegen den Dingern für das Schiff, ob du das machen kannst. Okay, dann nicht. Dann halt nicht. Ich hab nicht diese 10 Einheiten und ich komme nicht zu unserem Haus.
Weil ich an dein Schiff ranmarsch. Ach so. Bau mal oben die Dinger ab. Ich grab mich mal weiter runter zur Kiste. Ich will wissen, was da so unten drin ist. Oh ja, die Kiste, da müsste eigentlich gutes Zeug drin sein. Hoffe ich mal. Ja, ich kann auch sein, dass das Crab ist, aber wenn das alles so random respawnen. Ja, das kann auch gut sein, aber... Nein, wer würde denn in so einem Ding eine Kiste bauen und dann da Scheiße drin verstecken? Die Macher bestimmt. Kein Minenarbeiter würde das tun. Ich kenne meine Minenarbeiter.